Long ago, two races ruled over Earth, humans and monsters. One day, war broke out between the two races. After a long battle, the humans were victorious. They sealed the monster underground with a magic spell. Many years later, legends say that those who climb the mountain never Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu meinem Let's Play zur originalen englischen Undertale-Version. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen, wie man vielleicht merkt, mit dem Programm, das ich hier gerade auf meinem Laptop, auf dem ich zum ersten Mal aufnehme, nutze, kann ich den Ingame-Sound nicht umstellen. Das heißt, ich bin vermutlich deutlich zu leise. Aber tut mir leid, aber ich kann, wie gesagt, nichts daran ändern. Und ich muss gerade mal gucken, wie ich das Mikro hier überhaupt gescheit platziere, wenn ich nicht wie sonst am Schreibtisch hocke und das einfach hinlegen kann. Sondern, wisst ihr was, Professor Kass? Ich wollte gerade sagen, ich muss auf mein Bett, aber ich einfach an meinen Schreibtisch, auch wenn das nicht erst, indem mein PC steht. Erwartet bitte keine Meisterleistungen gameplay-technisch. Und das muss ich leider auch gleich mal anmerken. Undertale ist ein Megaspiel, aber es gibt in der Community viele schwarze Schafe, sage ich mal. Die Undertale-Community ist echt, muss ich sagen, leider nicht die tollste. Es gibt natürlich auch Korrekte da drin, aber viele regen sich immer auf, wenn man nicht so gut ist oder spoilern jeden Scheiß. Da möchte ich gleich mal sagen, wenn so jemand hier aufkreuzt, beim ersten Mal wird der Kommentar entfernt, beim zweiten Mal der Nutzer blockiert. So. Was gibt's noch zu sagen? Ich spiele, wie gesagt, die original englische Version. Ich werde die Texte erst einfach auf Englisch vorlesen und dann einfach nochmal auf Deutsch kurz zusammenfassend erklären. Ich wollte das Ganze machen, weil erstens, das Spiel ist auf Englisch vorgesehen. Man sollte es deswegen auch so spielen. Zweitens, auf Steam kann man es nicht auf Deutsch runterladen. Und ich denke, auch weil das nächste Schuljahr sehr bald beginnt, bei mir genauer gesagt nächste Woche, ist es ganz gut, sich ein bisschen auf Englisch einzustellen. Ich
bin in Englisch durch das Spiel tatsächlich schon besser geworden. Das klingt zwar vielleicht komisch, ist aber so. Jetzt reicht's aber mit dem Rumgelaber. Wer das Spiel nicht kennt, sollte ihm eine Chance geben. Es ist übel geil. Los. Ah ja, erstmal muss ich dem gefallenen Menschen oder dem Fallen Human einen Namen geben. Eine Sache hatte ich nicht erklärt wegen dem, es ist halt Original-Englisch, das Spiel. In dem Spiel kommen einige Wortwitze vor, die auf Deutsch keinen Sinn ergeben. Deswegen ist Englisch noch besser. So, bevor ich den richtigen Namen zeige, es gibt einen besonderen Namen. Der wird später im Spiel noch eine größere Bedeutung haben. Das werdet ihr dann rausfinden. Wenn ihr diesen Namen benutzt, dann kann ich nur sagen, viel Spaß bei Undertale. This name will make your life hell. Proceed anyway. Nope. Dieser Name aktiviert einen schweren Modus in Undertale. Es gibt noch einige andere Easter Eggs bei den Namen. Die werde ich, denke ich, gegen Ende des Let's Plays mal zeigen, weil die meisten sind wirklich Namen von Charakteren, ja, die im Spiel vorkommen. Deswegen wäre ein bisschen spoilermäßig. Der gefallene Mensch, wie könnte er nur heißen? Es gibt leider kein Ü, deswegen. Oh, falscher Knopf. Ich habe es genauso gemacht, wie ich wollte. Alter, ihr seht, ich komme gerade schon sehr gut klar. Ich verkacke schon die Namenseingabe. Ich habe wirklich Angst vor dem Spiel. Ich werde noch ein bisschen was dazu erklären und zu meinem Let's Play, sobald ich gleich mal ein bisschen Zeit habe. Hier noch das R. Dann ist das Name korrekt. Natürlich! Dann bin ich Günther. Juckt mich jetzt nicht, Alter. Ist das Name korrekt? Günther. Der Name vibriert schon sehr komisch. Fuck. Ich glaube, ich muss den Einspieler nochmal an den Anfang schneiden. Wir sehen uns dann gleich wieder. So. Jetzt habe ich den Einspieler nochmal aufgenommen, musste nochmal kurz den Namen eingeben, diesmal hat es aber geklappt. Hier haben wir den Hauptcharakter des Spiels, Günther. Ihr seht, er ist sehr neutral gestaltet. Sein Gesicht sieht aus wie mein Lieblings-WhatsApp-Smiley. Das Shirt ist blau und rosa. Man kann also eigentlich nicht sagen, welches Geschlecht diese Figur hat und welche Persönlichkeit. Auch wenn bei mir ist es Günther, also sage ich natürlich er. Aber es hat auch einen Grund, warum die Persönlichkeit so unausgesagt oder was ich jetzt sagen soll ist. Denn, ja, zum Einspiel erkläre ich gleich noch was. Man kann dieses Spiel auf drei Arten durchspielen. Den neutralen Run, in dem man wenige Monster tötet. Den muss man machen, bevor man den Pazifisten-Run, in dem man niemanden tötet, machen kann. Eher gesagt, ich werde mit dem Pazifisten-Run beginnen. Das heißt, ich werde kein einziges Monster töten. Nur ein Monster muss man der Story nach töten. Und danach kann man das Pazifistenende freischalten. Sobald das erledigt ist, kommt der Genocide-Run. Jeder muss sterben. Der Pazifisten-Run wird deutlich länger dauern und ich denke, er wird auch mehr Spaß machen, aber wir werden ja sehen. Ich werde alle Runs machen, aber
wenn man erst den Pazifisten-Run, dann den Genocide-Run und dann noch einen Pazifisten-Run macht, gibt es eine geheime Endszene, die werde ich nicht zeigen, ich habe Hobbys. Und hinter diesem Tor befindet sich gleich so ziemlich mein Lieblingscharakter aus dem ganzen Spiel. Howdy, I'm Flowey, Flowey the Flower. Hi. You're new to the underground, aren't ya? Golly. Ach, Golly. You must be confused. Was in Englisch ist das, was ich nicht kann? Oder habe ich die. Oder ist der Name gerade am Wagen? Someone out. Asked to teach you how things work around here. I guess little old me will have to do. Ready? Here we go. Er sagt, er wird mir beibringen, wie es hier im Untergrund läuft. See that heart, that is your soul, the very culmination of your being. Dieses Herz. Und ich kann es mit den Pfeiltasten bewegen. Your soul starts off weak, but can grow strong if you gain a lot of levels. Oder LV. What LV stands for? Why, love, of course. You want some love, don't you? Don't worry, I'll share some with you. Yay! Down here, love is shared too. Little wife, friendliness palette. Are you ready? Move around, get as many as you can. Oops, da hab ich wohl welche verpasst. Hey buddy, you missed them. Let's try again, okay? Is this a joke? Are you brain dead? Run into the bullet. Going on here, don't you? You just wanted to see me suffer. Hilfe. Die! Hilfe. Hui, stirb, Flowey! What a terrible creature, torturing such a poor innocent here. Sie ist die Aufpasserin dieser Ruinen. The Shadow of the Ruins looms above, filling you with determination. HP for Luis. Günther. Sehr gut. So, zum Einspieler komme ich gleich. Jetzt kommt erstmal ein Tutorial. Von Tutorial. Das ist schon der erste tolle Joke im Spiel. Welcome to your new home in Sandra. Allow me to educate the new operation of the ruins. Natürlich ist das eine Parodie. Hier sind lauter schwere Rätsel, die man lösen müsste als Tutorial. Aber das wäre ja viel zu schwer. Natürlich macht das Tutorial das für einen und man darf es gut gucken. Trigger several switches. Do not worry, I have labeled the ones you need to flip. Auf Deutsch hier muss ich Schalter betätigen und sie hat die markiert, die ich tun muss. Stay on the path. Ja, ich soll auf dem Weg bleiben. Dankeschön. Press C to read signs. Drücke C, um Schilder zu lesen. Ich glaube, diesen Schalter muss ich tun. Over on the wall. Ja, sie lässt
enabled it for you. Friendly conversation. Start the time. I will come to resolve the conflict. Practice talking to the dummy. Das heißt, sie sagt, wenn wir in einen Kampf geraten, wir sollen immer nur versuchen, ein freundliches Gespräch aufzubauen. Es wird die Situation klären. Und ich soll jetzt bei diesem Dummy. Sie hat mir gerade genau gesagt, Encounter the Dummy. Ich könnte hier jetzt Check und Talk machen. Null Effekt, null Defense. A cotton heart and a button eye. You are apples of my eye. Oder so, hat mich genau gesehen. Nee, ich rede nicht mit dir. Ich verschone dich. Dummy tires out of was auch immer da stand. Ich habe ihn gelangweilt, jetzt ist er weggeflogen. Ja, sorry, meine Art, sie können anscheinend auch den Namen. The next room away. Ja, es kann auch gut sein, dass die nächsten Parts kürzer werden. Ich werde ab dem dritten Part, am ersten und zweiten werde ich mal didn't understand what you said, but was flattered away. Ja, genau so laufen Kämpfe ab. Toriels Gesicht ist mal wieder sehr toll in der Situation. Aber nach einiger Zeit ist ein Krieg ausgebrochen, den die Menschen gewonnen haben. Und somit haben sie die Monster hier unten eingesperrt. Und ja, nun kehrt angeblich niemand mehr zurück, der auf den Mount Abbott klettert. Der Mount Abbott ist der Berg, in dem die Monster eingesperrt sind. Günther, unser Hauptcharakter, ist drunter gefallen. Dangerous for now. Ich muss aber wirklich sagen, Toriel ist jetzt sowieso nicht gerade mein Lieblingscharakter. You have done excellently thus far, my child. However, I have a difficult request to ask of you. I would like to walk you to walk to the end of the room by yourself. Forgive me for this. Oh mein Gott, was eine schöne Herausforderung. Alleine bis ans Ende dieses Raumes laufen, Leute. Bitte geht in diese spannende Musik. Oh Gott, ist das spannend. Alter, dieses Tutorial. Das ist extrem. Greetings, my child. Do not worry. I did not leave you. Yeah. I was nearly behind this pillar the whole time. Thank you for trusting me. However, there was an important reason for this exercise. To test your independence, I must attend to some business and you must stay alone. Please
nicht hinter der Säule verstecken. Sie musste unbedingt testen, was passt, wenn sie, mir fehlt gerade das richtige Wort. Meine Eigenständigkeit wollte sie testen. Ah, das Telefon. Hello, this is Toriel. You have not left the room. Haben wir den zweiten Level 1 bleiben. Außerdem bekommt man nicht ansatzweise so viel Gold wie im Schulzeitplan. Ja. Egal wie viele Gegner ich antreffe, im Kapitel-Run. Im Genocide muss ich eine bestimmte Anzahl an Besiegen in jedem Bereich, um es zu schaffen. Hello, this is Toriel. For no reason in practical, which do you prefer? Cinnamon or Butterscotch? Zimt oder Caramel? Zimt, Mensch. Oh, I see. Thank you very much. Das war lang bis zum nächsten. Hello, this is Toriel again. Do not dislike Butterscotch, do you? Nicht wirklich.
Schwimmen. Tauchen. Es ist ein... wie man sich anschaut. Der will gar nicht kämpfen. Nicht dahin, wo das Maul ist. Ich werde hier, glaube ich, ewig hängen. Ich kann sowas überhaupt nicht. Oh, nächster Wimpy. Kacke, jetzt habe ich den Rest nicht mehr. Didn't you read the sign downstairs? Nein, nicht. Hier. Vom Schild muss man nochmal ganz runter. Please don't step on the leaf. Weil das Schild oben auf Blättern war. Gott. Der Humor ist so flach in dem Spiel, das macht's auch so cool. Aber ich würde sagen... ja, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich musste das halt jetzt... Hier endet das.